Da sind wir endlich, Freunde. Willkommen in Stuttgart. Heute ist Heimspiel angesagt. Abstiegskampf. Ihr habt es euch so lange gewünscht und endlich habe ich es hierher geschafft. Wir schauen uns heute das Stadion an, testen das schwäbische Essen und trinken ordentlich Bier. Und wie immer, Alkohol mit Vorsicht genießen. Wenn ihr unter 18 seid, trinkt bitte gar keinen. Viel Spaß beim Stadionvlog. VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen. Warte mal ganz kurz, eine Sache in eigener Sache. Ich mache Werbung für meine eigene Live-Show mit Splashbruder zusammen. Und wenn ihr das seht, am Freitag, den 26. 18 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal, machen wir unsere erste Sport-Live-Show. So auf cool, auf lustig, nicht auf Krampf, auf dumm Gelaber. Wenn ihr Bock habt, kommt gern vorbei, Freunde. Und übrigens, Freunde, derjenige, der uns einen guten Namensvorschlag gibt für die Show, darf sich ein Trikot seiner Wahl aussuchen, weil wir wissen noch nicht, wie wir die Show nennen. Schaut gerne rein. Ich packe euch auch einen Link in die Beschreibung. Da seht ihr mal so eine kurze Erklärung. Ist auf Twitter oder geht auf mein Insta und auf Twitter seht ihr auch einen Link zu dem Doc. Den packe ich euch. Ich laber zu viel. Samstag, 8:14 Nacht. Freitag, 18 Uhr. Live auf meinem YouTube-Kanal. Wunderbar. So, wir sind jetzt auch schon am Stadion angekommen. Wir haben es heute richtig knapp. Wir haben es 10 nach 3. Das heißt, in 20 Minuten geht es schon los. Und dementsprechend ist es halt auch ein bisschen voll hier, meine Freunde. Guck mal, wir haben hier direkt vom Stadion so eine kleine geile Wand mit verschiedenen Ländern. Saudi-Arabien, Argentinien, Ivory Coast, Korea, Niederlande, Ukraine, Australien. Aber wir gehen jetzt erstmal rein, weil knappe Kiste, Robert. Direkt vor dem Leben im Stadion haben wir noch einen Fanshop, aber ich kaufe mir wieder drinnen einen Schal. Und ich habe dieses Bier hier übrigens gerade getrunken und ich muss sagen, ich habe noch nie oder selten das Bier getrunken, was mir so wenig geschmeckt hat tatsächlich. Das war so richtig. Das war einfach so zu würzig, zu bierig. Oh, die Kontrolle ging hier richtig schön schnell. Schönes Stadion. Hier geht's jetzt rein, Baby. So, wir haben ein Bier gekauft, direkt zum Reingehen. Und jetzt sind wir hier drin, wir müssen zu 54, 47, 46, in die Richtung müssen wir dann laufen. Was hat einen gekostet mit Pfand? 7,40 €, also ansonsten 5,40 € für ein Bier. Ich weiß nicht, ist glaube ich akzeptabler Preis. Hier außen sind übrigens, ne? Alles Mögliche. Ich habe keinen Schal leider, wir haben noch nichts. Ne, wir sind falsch gelaufen. Wir müssen da lang, glaube ich, oder? Wir können bestimmt hier rein und dann unten lang laufen. Wow, oh, mit Choreo ist anscheinend. Alle haben eine Fahne bekommen. Wow. Wow, hier haben wir die Cannstatter Kurve. Richtig, richtig, richtig schön. Wir sind aber komplett falsch, wir müssen nach rechts, wegen dem Gitter, hier kommen wir nicht lang. Und hier geht es dann tatsächlich gleich runter rein. Da haben wir einen schönen Eating oder wie sie es nennen, ein Meeting-Spot. Es ist ja unfassbar. Rein in die Masse, Baby, ich will das Ding vernichten. Mal gucken, was sie für ein Bier hier trinken. Oh, was für tolle Plätze wir hier bekommen haben. Wow. Und wie ihr hier seht, das Ding wird umgebaut. Und dazu erkläre ich euch genau jetzt mehr, meine Freunde. Angekommen an der Mercedes-Benz Arena oder auch im Volksmund immer noch Neckarstadion genannt, mussten wir sofort ab ins Stadion, da ich durch Stau leider mega spät dran war. Das Stadion sieht aber von außen richtig, richtig geil aus, finde ich. Es wurde gebaut schon 1929 als Adolf-Hitler-Kampfbahn. Nachdem das vorherige Stadion, was hier stand, abgebrannt ist, nachdem es nur ein paar Monate stand, wegen dem Ersten Weltkrieg. Das Stadion, was jetzt hier steht, das wurde so unglaublich oft umgebaut, dass ich das gar nicht alles hier in ein Video reinbauen kann, sonst dauert es ewig, deswegen mal hier die schnellsten Facts. Ganz, ganz früher stand hier das erste Stadion in Stuttgart und das ist einfach nach 3 Monaten abgebrannt. Knapp 15 Jahre später wurde dann erst ein neues Stadion hier erbaut, welches unter dem Namen Adolf-Hitler-Kampfbahn getauft wurde. Damals passten hier 35.000 Menschen rein und zahlreiche Sportveranstaltungen fanden hier statt. Kurz darauf waren aber 35.000 Menschen schon zu wenig, weshalb hier einfach mal eben eine offene Gegentribüne gebaut wurde und schon passten hier 95.000 rein. Die Macht der unendlichen Stehplätze. Hier wurden Rekorde aufgestellt, wie ein Boxkampf zwischen dem bekannten Boxer Max Schmeling und Adolf Häuser vor 60.000 Zuschauern. Oder auch ein Fußball-Endspiel, welches in die Geschichte als Hitzeschlacht von Stuttgart einging. Ein Fußball-Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen VfR Mannheim und Borussia Dortmund. Der war übrigens VfR Mannheim damals. Nach dem Krieg noch ein erwähnenswerter Rekord. Das erste Länderspiel, was danach hier stattfand, war gegen die Schweiz. 103.000 Zuschauer waren hier. Erlaubt waren maximal 90.000.
Ihr könnt euch vorstellen, wie eng das da war. Naja, zum Stadion. 1974 hatte Deutschland ja die WM im eigenen Land. Und dafür musste die alte Baracke hier natürlich ordentlich modernisiert werden. Da wurde dann eben einfach mal die gesamte Haupttribüne abgerissen und eine neue dreischüssige errichtet. Das Stadion erhielt somit dann einige Modernisierungen für die Zeit, wie endlich mal eine Anzeigetafel. Und einige Jahre später wurde das Dach auch ersetzt, zu dem, was es heute ist. Wegen der Leichtathletik-WM, die hier stattfand. Naja, zu fast dem, was es heute ist. Ich erzähle euch gleich mehr. Denn 2010 wurde das Stadion endlich zu einer multifunktionalen Fußballarena. Die Laufbahn ums Feld wurde entfernt und die Gegentribüne sowie die Cannstatter Kurve, welche die Fankurve ist, wurden komplett erneuert. Das Dach wurde sogar noch mehr in die Mitte dann gezogen, damit es noch mehr abdeckt. Und das alles war natürlich nicht gerade billig. So viele Erneuerungen, pipapo, kosten echt sehr, sehr viel Geld. Klar, der VfB Stuttgart hat einen großnamigen Sponsor mit Mercedes-Benz, aber in der heutigen Zeit soll das Ganze noch mehr Geld kosten. Denn ja, die EM 2024 steht vor der Tür und im Neckarstadion hier sollen 10 EM-Spiele stattfinden. Und dafür wird, wie ihr seht gerade, die Haupttribüne wieder komplett erneuert. Wie damals zur WM 74. Es gibt nur ein Problem. Money, Geld, Para. VfB Stuttgart ist im Abstiegskampf und sowas ist teuer. Und der Stuttgarter Verein VfB Stuttgart kann das nicht alles selbst bezahlen. Und falls der Verein absteigt, rechnet man mit einem Umsatzverlust von ca. 40 Millionen Euro. Der Umbau bzw. Neubau von der Haupttribüne, bei dem natürlich auch ein grandioser VIP-Logenbereich dabei sein soll. Soll ungefähr 130 Millionen Euro kosten und 130 Millionen, dafür wurden damals 3 Stadien gebaut. Welcome in the new time, ladies and gentlemen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer soll das Ganze bezahlen? Die Stadt Stuttgart ist ein stiller Gesellschafter des Vereins, kann aber auch nicht einfach mal ebenso 130 Millionen Euro aus der Tasche schütteln. Es ist also aktuell noch die Frage, wer zahlt den aktuellen Umbau? Das Ding ist im vollen Gange. Nächstes Jahr, 2024, ist die EM in Deutschland und damit das alles gut läuft, sollte Stuttgart im besten Falle nicht absteigen, denn es ist aktuell auch im Gespräch, falls Stuttgart absteigt, dass sie zum Beispiel in der zweiten Liga dann erstmal die ersten Spiele alle nur auswärts haben, damit das Stadion endlich komplett fertig gebaut werden kann und man nicht in der Baustelle spielt. Oder man spielt eben in der Baustelle. Wir werden es sehen, Freunde. Es bleibt spannend. Ich hoffe, Stuttgart steigt nicht ab. Der Traditionsverein heute gegen Leverkusen sollten sie dafür natürlich am besten punkten. Und das nicht nur aus Fansicht, sondern vor allem aus finanzieller. Ich habe noch gar keinen Tipp abgegeben. VfB gegen Leverkusen. Leverkusen hat in Rom 1-0 verloren. Das heißt, VfB gewinnt heute mit 1-0. 1-0 VfB Heimsieg. Da ist übrigens direkt der Auswärtsblock neben uns. Was ich noch sagen wollte, die Leverkusen-Fans waren ja unter der Woche in Rom. Deswegen finde ich es noch krasser, dass jetzt hier trotzdem so viele sind. Big Props. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Geil. Ich freue mich, hab Bock. 15:31 Uhr, wir sind zu spät. Also erstmal Prost, Freunde, auf ein gutes Spiel. Wir haben Bier, ich weiß nicht welches Bier, aber schmeckt besser als das aus der Dose zumindest. Vielleicht ist es das gleiche, aber aus dem Becher schmeckt es besser. Ich finde, es ist viel milder. Es ist viel, viel milder. Es ist trotzdem, kriegt von mir eine 6 von 10. Ich finde es okay, ich finde es nicht grandios. Ist okay. Hunger, ich gehe was zu essen. Ja, ich werde jetzt mal zu diesem Meeting-Spot gehen und gucken, was es hier so zu essen gibt. Wir haben hier Brezeln und hier hole ich mir jetzt was Richtiges zu essen. Oh, Schnitzel im Bäckle, Chili con Carne, Maultaschen. Ich finde das voll geil, dass die das alles so im Akzent haben. So Ebbis zum Esse, Ebbis zum Dränger, voll geil. Ich nehme einen Schnitzel im Bäckle. Da hinten kriege ich Ketchup Mayo und da geht einfach, da ist so ein richtiger Imbiss. Krass, Geisteskornlager. Schnitzel im Bregle heißt es. Schnitzel im Bregle. Sieht gut aus, oder? Sieht okay aus. Ein bisschen Salat. Cremo ist auch schon drauf. Scheiße, weil ich hab
Ketchup drauf gemacht und da ist schon Remo drauf. Guck mal, das Brötchen ist wie so eine Chipspackung. Da ist mehr Luft drin als... Also ich bin echt überrascht. Remoulade und Schnitzel ist geiler, als ich gedacht habe. Schmeckt auch gut. Ketchup kommt gar nicht durch, aber der Schnitzel ist halt nicht so da. Es ist eher so ein bisschen, trocken. Also ist nicht so geil. Ich gebe dem trotzdem all in all eine gute 6,5. Also trotzdem im Stadion kann man sich gut reinknallen. Ist trotzdem nicht schlecht. Ist nur nicht grandios, aber würde ich mir wiederholen. Es gibt gleich noch Maultaschen. Achtet mal drauf, der Bruder ist ganz verloren. Der swiped einfach bei Mobilo und sucht ein neues Auto. Ey, wie gut war der Spruchband. Sehr gut. Sehr geiler Spruchband. Schieß! Ein offenes Spiel, ganz ehrlich. So oft wie mein Wagen für Bier. Immer bereit. Also ich finde, das ist so geil. Hier ist auf jeden Fall jeder, der hier ist, auch Stuttgarter so. Aber hier ist nicht so dieses, so dieser eine Schritt mehr. Weißt du, was ich meine? So dieses so, wir stehen auf und rissen noch aus. Die ganze Kurve ist dabei, ne? Also die ganze, Kurve, ja. Der ganze untere Teil macht auf jeden Fall mit. Das ist geil. Und oben auch ein paar. Ich find's immer so schade, wenn man nicht drüber mitmachen soll. Für was seid ihr denn im Stadion? So, gib doch alles und macht doch mit. Das ist doch viel geiler für den Verein. Einfach ein bisschen klatschen, aufstehen. Das finde ich immer schade, auch wenn bei Hertha im Oberring so, wenn die da stehen und nichts machen. Finde ich immer voll schade. Der Spruchband ist wegen Roma. Italien irgendwas. Du musst halt Italienisch kennen. Wer Italiener ist, rein in die Kommentare. Muss mehr her. Da muss so ein. Also ich habe lange nicht mehr so eine schlechte erste Halbzeit gesehen. Da muss mehr her. Wirklich, das erinnert mich so viel an Hertha. Das ist unglaublich. Das ist so ein geiler Fußball. Nach dem Eckball hole ich was zu futtern. Hallo, ich hätte gerne die rote im Becken. Ja, bin ich mal gespannt. Hier sieht es auch wieder komplett voll jetzt aus der Halbzeit. Gehen wir erstmal rein. Das ist, Halbzeit ist immer mein Ding, wo ich dann reingehe. Muss ich selbst drauf machen, das kriege ich wieder das Kotzen. Also wie man sieht, es ist unnötig kompliziert, sich selbst drauf zu machen. Das ist nicht nur ein Brötchen, das ist eine Macht an Brötchen. Das ist riesig. Das ist ein halbes Ciabatta. Geil. In dem Sinne, ne? Das fühlt sich ja sehr weich an, sehr, sehr weich. Das Brötchen ist auch sehr weich, sehr, 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 wie so ein zähes Schnitzel leider. Also sehr gut. Ich probiere mal nur die Wurst. Nur die Wurst. Die Wurst ist geil. Die ist schön knackig, schöne Krakauer. Gehe ich jetzt mal von aus, ist so eine rote. So in die Richtung halt. Schon lecker. Aber das Brötchen ist schon sehr schlecht, deswegen würde ich dem ganzen Auto eine 5 geben. Dann lieber das Schnitzel, wirklich. Nein, also das Brötchen ist eine Katastrophe leider. Schade, ich verstehe das nicht. Wenn das Brötchen besser ist, dann ist das Ding viel leckerer. Das ist wahrscheinlich billiger, so ein Brötchen zu nehmen. Jetzt haben wir es Halbzeit, chillen wir ein bisschen, dann gehen wir gleich in die zweite, auch wenn das ein bisschen mehr passiert. Ihr bekommt jetzt noch von mir eine kurze und knackige Geschichtsstunde über den VfB Stuttgart, welcher 1893 gegründet wurde und Gründungsmitglied der Bundesliga ist. Es ist so viel Information. Ich habe es wirklich knackig heute gemacht. Schaut es euch gerne an. Ich habe selten so einen traditionsreichen Verein und so viele Informationen gelesen. Wow. Und wie immer, ich sammle mir das selbst zusammen. Wenn ihr Fehler findet, rein in die Kommentare. Die bringen mir selbst auch sehr, sehr viel, weil ich in Zukunft immer dann noch auf andere Sachen achten kann, Freunde. Hier mal eine schnelle kleine Faktenliste. Zwei Vereine taten sich damals zum heutigen VfB Stuttgart zusammen. Der Kronenclub Cannstatt, welcher Fußball spielte, und der FV Stuttgart 1893. Dieser spielte allerdings erst Rugby. Ja, und zack, da war er, der VfB Stuttgart.
früh erfolgreich. Nach der Fusion stiegen sie direkt in die höchste Klasse im Süden auf, die Südkreisliga. Dort spielten sie aber die darauffolgenden Jahre eigentlich nur unten mit. Sie waren kurz davor abzusteigen, dann kam aber der Erste Weltkrieg und das Vereinsleben wurde sowieso auf Eis gelegt. Als der Erste Weltkrieg dann endete, wendete sich auch ein wenig das Blatt wieder für den VfB. Der Nationalsozialismus fand immer mehr Aufschwung im Lande, welchem sich der Verein auch beugte. Jedoch irgendwie viel mehr als andere. Sie stellten ihren Fußballplatz der NSDAP für Kundgebungen zur Verfügung und selbst der damalige Präsident, also vom Verein, erklärte, der VfB sei eine Trutzburg gegen alles Undeutsche. Hier die Definition von Trutzburg. Ich weiß, ihr hättet es eh gegoogelt oder in den Kommentaren gesucht. Ich wusste es auch nicht. Komisches Wort. Der Präsident wurde im Verein dann ab sofort auch nur noch Vereinsführer genannt. Und ja, der Verein schloss als einer der ersten im Deutschen Reich alle jüdischen Mitglieder aus. Und im Internet stand auch, das habe ich auch schon bei anderen Vereinen gelesen, wie zum Beispiel als ich damals bei Bremen erklärt habe, dass der VfB Stuttgart ein Vorzeigeverein für den Nationalsozialismus war. Unter anderem noch der FC Schalke 04 dabei und 1860 München. 1933 konnte der Verein dann auch auf die neu gebaute Adolf-Hitler-Kampfbahn, ich sag mal, einziehen, also in den neuen, ins neue Stadion rein. Und von dort aus konnten sie ihre Spiele austragen. Mittlerweile nun in einer der Gauligen. Wer jetzt von euch nicht weiß, was Gauligen sind, ich erkläre es euch mal hier in Form von einem alten Video, wo ich es mal erklärt habe, in Frankfurt. Zu dieser Zeit wurden aber auch die 16 Gauligen gegründet. Viele fragen sich bei meinen Videos immer, was das eigentlich ist, aber es ist eigentlich recht easy. Das Deutsche Reich wurde in 16 Gauligen aufgeteilt. Das sind alle jeweils regionale einzelne Ligen gewesen. Die Sieger dieser Ligen kämpften dann danach in jeweils 4 Vierergruppen um den Gruppensieg. Und diese Sieger wiederum kämpften letztendlich um den Gesamtsieg, also um die deutsche Meisterschaft. Quasi ein riesiges Turnier. Easy. Erfolgreich ging es für die Schwaben dann weiter. Sie erreichten 1935 das erste Mal die Endrunden um die deutsche Meisterschaft, wurden aber nur Zweiter. Dafür waren sie aber in Württemberg, also lokal, umso erfolgreicher. Sie waren ganz oben dabei. Doch dann, wie bei vielen anderen auch, der Zweite Weltkrieg. Stuttgart war vom Zweiten Weltkrieg wirklich sehr betroffen. Die Landschaft dort ähnelte wirklich einer einzelnen Kraterlandschaft. Das Vereinsgelände wurde richtig stark zerstört. Da war ja auch das Mercedes-Benz-Werk, was auch versucht wurde zu zerstören. Also Stuttgart war wirklich krass betroffen. Der Wiederaufbau war schwierig, doch gelang. Die Süddeutsche Oberliga wurde gegründet, welche die Stuttgarter direkt gewannen und sich somit wieder für die deutsche Meisterschaft qualifizieren konnte. Und es ist endlich passiert. Sie gewannen das Finale, welches sie gegen die Kickers Offenbach mit 2:1 gewannen. Ein Traum wurde wahr. Außerdem war der Verein danach der erste Verein, der das silberne Lorbeerblatt bekommen hat. Vom damaligen Bundespräsident, den Namen kennt ihr, Theodor Heuss. Lorbeerblatt. Wenn ich mit Lorbeerblatt koche, immer sehr, sehr geiles Essen, Freunde. Springen wir jetzt mal rüber ins Jahr 1963. Ja, da wurde die Bundesliga gegründet und der VfB Stuttgart war glücklicherweise Teil davon. Denn das war gar nicht so selbstverständlich. Bis auf die einmalige deutsche Meisterschaft ging nämlich gar nicht so viel bei dem Verein. Und es wurde richtig knapp. Sie waren gleich auf in der Auswahl mit Karlsruhe und Offenbach. Am Ende hieß es, wer in der aktuellen Saison besser abschließt, ist in der nächsten Mal in der Bundesliga dabei, also in der Gründungssaison. GG Stuttgart, sie haben es geschafft. Aber Freunde, so einfach ist es dann eben auch nicht in der Bundesliga. Konkurrenz ist groß. 12 Jahre hielten sie sich da zwar, eher nicht so und dann der Abstieg. Ist ja wie bei Hertha aktuell, ne? Ja, Abstieg, ciao. Aber Stuttgart ist direkt wieder aufgestiegen. Und wie crazy Saison. Der Bruder Ottmar Hitzfeld hat einfach in einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg 6 verdammte Tore geschossen. Ist übrigens bis heute noch Rekord. Grüße gehen raus an den Bruder Ottmar. An Otti, Ottmar Bruder, Otti Avi. Und so langsam ging es dann auch richtig ab für den VfB. Die goldenen Jahre, wie ich sie doch gerne immer nenne, begann. 1983 holten sie die dritte Meisterschaft. Das erste Mal die Bundesliga. Und in die Geschichte des Vereins geht dann bis heute auch noch eine Finalteilnahme vom UEFA-Pokal ein. Und zwar gegen Napoli mit the one and only Diego Armando Maradona. Und dieses Spiel ist wirklich als ein Skandalspiel bekannt, wegen so verrückter, schlechter Schiedsrichterleistung. Grobe Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Verrückte Sperren. Der Schiri ist sogar nach dem Spiel zurückgetreten und wurde gesperrt. Und wurde in der Nacht nach dem Spiel mit Escortdamen in Napoli gesichtet. Also wer weiß, was da abgegangen ist. Stuttgart hat es auf jeden Fall
nicht geschafft, das Ding zu holen. Ich glaube, damals gab es auch noch ein Hin- und Rückspiel. Ist aber auf jeden Fall eine crazy Story für den Verein, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn sie das Ding gewonnen hätten. Sind wir ehrlich, ne? Heutzutage gehört der VfB auf jeden Fall zu den traditionsträchtigsten Vereinen Deutschlands. Weshalb ich hier auch noch Stunden weiter euch zumüllen könnte mit Infos. Wie zum Beispiel mit den verdammt schlechten Zeiten des VfBs, die gar nicht so lang her sind, als sie wieder zweimal abgestiegen sind. Aber ich mag einfach solche alten Infos, die man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Viel, viel lieber als so die aktuellen. Auf dem Konto hat der VfB folgende Errungenschaften. 5-mal sind sie deutscher Meister geworden. 3-mal DFB-Pokalsieger. Und im UEFA-Pokal waren sie im Finale mit Diego Abi. Ich wünsche dem Verein wirklich nur das Beste und hoffe, dass sie wieder zu alter Stärke sogar wieder zurückkommen. Das ist so ein cooler Verein, finde ich. So traditionsreich. Und es wäre echt schade, wenn sie absteigen. Ich hoffe sogar, dass sie wieder so weit hochkommen, dass sie mal wieder eine richtige Konkurrenz oben mit drin sind. Die haben so viele geile Spieler gehabt, wenn man mal zurückdenkt, Freunde. Was sagt ihr zum Verein? Schreibt es in die Kommentare. Und viel Spaß weiter mit dem Spiel. Wirklich, ich kann es immer aushalten, es ist eine tote Stimmung, ey, wirklich. Ich hätte gerne ein Bier. Das Ding ist ja, es ist ja so wichtig für Stuttgart, dass sie gewinnen, weil die sind ja 17. Jetzt gewinnen sie wieder aus dem Abstieg raus. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer jetzt runtergerutscht ist. Ich denke mal, gute Frage eigentlich, weil die haben jetzt, glaube ich, 31 Punkte oder so. Das ist so wichtig für Stuttgart. Also Hertha ist, glaube ich, fast eh weg, aber ja. Komm, für die zwei. Für die zwei, das ist gut! Ich hole jetzt nochmal schnell was zu essen hier. Hi, habt ihr noch Maultaschen? Dann nehme ich einmal mit Kartoffelsalat wieder. Okay. Bin gespannt. Elfmeter? Elfmeter, was? Habe ich jetzt verpasst, wenn ich das geholt habe? Auf die Fresse! Sieg so gönnen, wirklich. Ich würde den Sieg so gönnen heute. War kein Elfer. Ich hab Maultaschen. Ich probier mal. Erstmal ohne Kartoffelsalat. Die sind warm, geil. Beste. Beste 15:30 auf daheim oder Gäste Beste. Also zurück zu den Maultaschen. Die sind lecker. Die sind halt nur gekocht. Ich mag die, wenn die angebraten sind eigentlich. Schön richtig viele Kräuter drin, habe ich natürlich jetzt keinen Vergleich. Aber dafür lecker. Wirklich. Und der Kartoffelsalat. Ist okay. Könnte geschmacksstärker sein. Aber ist okay. Aber fürs Stadion. Ich finde fürs Stadion ist das eine 8 von 10. Fürs Stadion ist das eine 8 von 10. Finde ich echt. Neue geile klasse Abwechslung. Und geil zu essen, so in ihrem Dessen kann man so 8 von 10. Feier ich. Geil. Oh, ihr Dessen, lass doch durch! Lass ihn durch! Sorry, der Leute! Nein, du Fresse! Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Also, das Spiel ist gleich vorbei. Wir haben jetzt 89. Das geht jetzt auch ein paar. Aber, also, wir sitzen hier voll im Trocknen wegen diesem geilen Dach. Und auf dem Feld regnet es einfach, ist mir gerade aufgefallen. Also guck mal hier, das Dach über uns ist halt voll gut, aber auf dem Feld sieht man das auf der Kamera? Ich glaube nicht. Ne? Also ich dachte echt, dass ich das oft sage. Leverkusen spielt schon echt schlecht.
für Leverkusen, dafür, dass sie aktuell so einen Lauf haben. Aber Stuttgart spielt auch schon teilweise sehr bodenlos. Vorbei. Das war's. 1-1. Mies am Ende, aber wirklich keine Glanzvorstellung. Wirklich keine gute Leistung. Also es war wirklich, Leverkusen hat schlecht gespielt, aber Stuttgart auch echt nicht gut. Schade eigentlich. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Also, mein Fazit von Stuttgart. Geiles Stadion. Wirklich finde ich geil. Cooles Stadion. Stimmung könnte auf jeden Fall ein kleines bisschen besser sein, bin ich ehrlich. Also, aber klar, 17. Platz, ein bisschen angeknackst. Essen, okay. Ist okay. Ich hoffe, Stuttgart hält sich. Ich hoffe, auch die anderen halten sich. Ich könnte es keinem abzusteigen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Scheiß Stuttgart. Wirklich? Ja. Was? Bist du sicher? 100%. Naja, ich sag nie wieder Scheiß Stuttgart. Coole Stuttgarter, wirklich. Sehr viel Liebe, sehr, sehr geil. Geh mal. Ey, ich war in Stuttgart, ich hab euch ins Herz geschlossen. Also ich bin jetzt nochmal in dem Shop, wo ich vorhin gesagt habe. Und jetzt will ich mir natürlich noch einen geilen Schal holen. Welcher soll mir nehmen? Welcher ist geiler? Der ist schon geiler, irgendwie bei Retro so, ne? Finde ich schon sehr, sehr geil. Der ist so beige Bordeaux-Shit drauf. Nimm bitte den, der ist geiler. Stellen wir uns mal eine halbe Stunde an bei der Schlange, gell? Nie mehr zweite Liga. Stuttgart forever. Meine Freunde. Oder so ähnlich. Also, ihr süßen Mäuse, das war so, Stuttgart. Das war's. Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Sehr, sehr herzlich. Sehr, sehr nett wurde ich begrüßt hier. Es war mir eine Ehre. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr noch nie in Stuttgart wart, schaut mal vorbei. Die Stimmung könnte besser werden, aber die Leute sind sehr, sehr nett. Der Fußball könnte auch besser sein. Und das Essen auch, aber es ist trotzdem sehr schön hier. Wirklich, Stuttgart. Wir gehen jetzt auch hier auf euer Frühlingsfest. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und niemals vergesse, kann Stadt für immer.